Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Schaut mal, wen ich auf dem E-Bike-Camp in Kaltern gefunden habe. Den Marc Schneider, den kennt ihr jetzt von der Transalp Challenge, den Streckenchef. Und ja, da habe ich natürlich gleich die Chance genutzt zu fragen, ob er schon weiß, was 2022 so ansteht. Und da hat er ein paar Infos für euch. Ja, die Petra hat mich gleich gelöchert, hat gefragt, wo es denn hingeht nächstes Jahr. Ja, die Route steht, die Feinplanung an der Strecke bin ich noch voll dabei, aber die Route kann ich euch schon mal verraten. Also wir werden ungewöhnlicherweise ganz neu dieses Jahr mal in Osttirol starten, in Lienz. Es geht in Osttirol nach Sillian, dann über die Grenze, der zweite Etappe nach Italien, Südtirol, hinüber nach Bruneck. Ja, da werden wir sicherlich ein bisschen was am Kronplatz machen. Von Bruneck fahren wir einen recht kurzen Weg hinüber nach St. Vigil, ein Klassiker unter den Etappenorten. Ich glaube, St. Vigil ist auf dem Podest drauf, wenn es um die Anzahl der Finishes bei der Bike Transalp ankommt. Von St. Vigil eine längere Etappe nach Kaltern. Hier, wo wir sind, wo wir uns getroffen haben, da werden wir dann an dieser Etappe sein. Die vierte Etappe wird nach Kaltern gehen. Von Kaltern geht es durchs Fleimstal, durchs Val di Fiemme, hinüber nach San Martino di Castrozza. Auch das ein Klassiker unter den Transalp-Ankünften. Dann hinüber von San Martino durch das Val Sugana nach Lavarone. Und das große Finale von Lavarone geht es dann an Gardasee nach Riva del Garda. Ja, das wird die Route sein 2022. Feintuning läuft noch, aber wird einiges Schönes dabei sein, landschaftlich toll, ein paar schöne Trails dabei, viel tolle Panoramen, ein toller Wechsel der Kulturen, der Landschaften, also alles drin, was ich liebe an der Transalp, was ihr sicherlich auch liebt. Und die Petra, hoffe ich, wird dabei sein. Ich denke fast schon. Ja, ich hätte auf jeden Fall vor, wieder dabei zu sein. Transalp ist echt, also da hängt mein Herz irgendwie dran. Fahrradfahren ja generell, aber Transalp ist für mich ganz besonders. Jeder, der noch nicht dabei war. Also das ist einfach so von der Stimmung her unbeschreiblich. Gerade ab Tag 3 oder 4, wenn man alle kennt, dann trifft man immer wieder die gleichen Leute auf der Strecke und jeder ist happy. Und auch wenn man mal kämpft, man kämpft zusammen. Und das ist wirklich, also vom Gefühl her unbeschreiblich. Wer sich noch unsicher ist, ich würde auf jeden Fall teilnehmen. Da kann ich meine Hand ins Feuer legen dafür. Das ist mega, also wirklich mega, mega. Ja, schaut euch gern mal unsere alten Videos an von der Transalp. Und ja, ich weiß nicht, wie oft war ich jetzt schon dabei? 8, 9 Mal und ja, genau, immer die, wieder. Schön. Die Videos von der Petra sind eh lässig mit ihrem pinken Dirndl, ein bisschen freaky, so ist er halt drauf, aber unheimlich motivierend in ihrer Gruppe, wo sie unterwegs ist. Und ja, macht Spaß, ich freue mich drauf. Ja, ich versuche halt zu verkörpern, dass die Transalp nicht nur Wettkampf sein muss, sondern einfach auch zum Vergnügen gefahren werden kann. Und deswegen, wenn ihr noch ein bisschen Angst davor habt, also vorne natürlich, da betteln die Profis und auch die Amateure um den Sieg. Aber weiter hinten im Feld, da ist einfach nur Ankommen angesagt und das wird auch wirklich ermöglicht, würde ich sagen. Also da ist bei anderen Rennen teilweise schwieriger, dass man die Zeiten schafft, dass man ins Ziel kommt. Und da bei der Transalp traue ich mir sagen, jeder, der es schaffen will und eine gewisse Grundfitness hat, der kann es auch schaffen. Und dementsprechend habt keine Angst, sondern startet und habt dieses tolle Erlebnis. Genau, und von meiner Seite, schaut auch mal rein in die Videos von Freeride Inc. Ich finde die ganz cool, nicht nur die Transalp-Videos. Ein bisschen Werbung für Petra und ihre Leute mag ich da auch machen, haben es verdient. Ja, ich freue mich auf euch. Vielen Dank. Ja, ich habe noch, weißt du schon ungefähr grob, wie viele Höhenmeter wir... Nein, weiß ich noch gar nicht. Ich habe Bausteine. Also diese Transalp-Planung ist ja wirklich Stückwerk. Ich habe teilweise Steilstücke von 500 Metern Länge, die ich so zusammenbastle. Ja, ich Nein. Verstehe. Und dann, wenn die, manchmal ist auch, wenn das Gesamtkonstrukt steht, wird mal da was abgenommen, da was dazugegeben. Ich kann es nicht sagen. Keine das Ahnung. Verstehe ich natürlich. Ist auch in Summe egal, weil das ist immer schön. Also die kürzeste Etappe, die längste Etappe, das ist unbeschreiblich. Das ist wirklich immer, immer schön. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal die Seite von der Transalp selber noch zum Video. Dann könnt ihr da reinklicken und früher oder später, ich glaube im November, oder? Sollten dann die... Genau, also das wird dann auf euch zukommen, die Möglichkeit der Anmeldung. Ja, und dann gut. Einfach klicken und dabei sein. Haut rein. Bei Fragen einfach in die Kommentare, wie immer. Dann versuchen wir das natürlich zu beantworten. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Ciao. Das war doch lässig, oder?